Mein Name ist Wolfgang Bauer, ich bin Präsident des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung und wir sind eine sehr groß aufgestellte Verwaltung im Freistaat Bayern mit insgesamt 87 Standorten verteilt über ganz Bayern. Die 51 Vermessungsämter gehören als nachgeordnete Behörden auch zu unserem Bereich. Wir sind als Landesamt, als Mittelbehörde im nachgeordneten Bereich des Finanzministeriums positioniert. Und wir haben ganz vielfältige Aufgaben, so das Kerngeschäft, wo uns vermutlich der größte Teil der Bevölkerung kennt. Das ist das Liegenschaftskataster, die Katastervermessung. Also unsere Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung sind besser bekannt als Vermessungsämter. Und dort haben wir die Aufgabe, Eigentum zu sichern, nachzuweisen, zu dokumentieren, welcher Grund und welcher Boden gehört wem, wo stehen Gebäude. In der aktuellen Zeit vielleicht gar nicht mehr so verständlich, warum man hier noch so eine große Verwaltung braucht. Aber wenn man beispielsweise nach Bulgarien oder Griechenland schaut, man muss gar nicht so weit schauen, dann kommt es da durchaus noch täglich vor, dass man, wenn man einen Grund kauft, 5, 6 Kaufurkunden bekommt, die alle sozusagen echt sind. Und dann müssen die Gerichte feststellen, wem gehört jetzt eigentlich das Grundstück. Und da sind wir sozusagen in Bayern seit über 200 Jahren eben ganz gut aufgestellt. Das ist eine große Säule, dann der zweite große Bereich, das ist die Kartografie und Geotopografie. Also wir haben den Auftrag, Veränderungen in der Landschaft auch zu erfassen, sei es, wenn Umgehungsstraßen gebaut wird, also Verkehrswege, dann auch Veränderungen generell in der Topografie. Also wir erfassen das auch dreidimensional. Wir befliegen Bayern regelmäßig und aus den Luftbildern leiten wir dann quasi virtuelle Modelle des Freistaats ab. Wir haben Gebäudemodelle auch im 3D-Bereich, Level of Detail 2 ist die Fachbezeichnung für diese Modelle. Daraus können wir Virtual Reality und Augmented Reality Welten bauen. Also man setzt hier VR-Brille auf und kann sozusagen dann auch durch die Städte, durch die Landschaft gehen, für Planungszwecke eben auch ganz praktisch. Das ist sozusagen die zweite Säule. Und dann haben wir einen ganz großen dritten Bereich, das ist die Digitalisierung. Hier sind wir sozusagen zuständig für die Breitbandförderung im Freistaat Bayern. Also wir entwickeln das Förderprogramm ab und beraten die Kommunen an der Stelle, bauen Bayern-WLAN-Hotspots in der Fläche auf, also kostenloses WLAN. Wir haben Bayern Labs, aktuell 8 Stück in Bayern am Laufen, 13 werden es in der Endstufe. Das sind so kleine Labs, wo wir Digitalisierung der Bevölkerung näher bringen wollen, anschauen, anfassen, ausprobieren, ist da das Motto, wo wir so beispielsweise eben schon die erwähnten VR-AR-Szenarien demonstrieren oder auch, wie funktioniert der 3D-Druck. Das sind 3D-Drucker, kann man im Grunde auch sehen, was man mit Geodaten machen kann. Und zu dem Bereich Digitalisierung gehört dann abschließend auch noch das IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern mit insgesamt 450 Kolleginnen und Kollegen. Und die sind sozusagen das staatliche Rechenzentrum für alle Behörden und Gerichte im Freistaat. Also die Einstiegsmöglichkeiten sind natürlich genauso vielfältig. Wir haben ja in der Verwaltung generell verschiedene Qualifizierungsebenen. Erste bis zur vierten, hier ist bei uns alles möglich. In der ersten Qualifizierungsebene quasi mit Hauptschulabschluss oder mittlerer Reife und einer beliebigen Berufsausbildung. Also da nehmen wir im Grunde fast alles. Das ist dann die erste Qualifizierungsebene. An den Vermessungsämtern ist man dann im Einsatz im Außendienst als Mitarbeiter und geht dort mit Ingenieuren dann draußen zum Vermessen. Das wäre der erste Bereich, dann ein ganz großer Bereich, die zweite Qualifizierungsebene. Hier haben wir selber zwei Ausbildungsberufe, das ist der Katastertechniker und der Geomatiker. Hier ist man, je nachdem, wo man einsteigt, als Katastertechniker wieder eigentlich mit Fokus an die 51 Vermessungsämter in der Fläche. Die Geomatiker, da haben wir quasi mit der Behördenverlagerung jetzt zwei neue Standorte im Freistaat, das ist Waldsassen und Windisch-Eschenbach, also da ist man regional auf diesen Bereich fokussiert und ist dann in der Kartografie im Einsatz. Dann in der dritten Qualifizierungsebene ganz klassisch Bachelor-Absolventen, Vermessung, Kartografie, Geoinformatik als Studium oder vergleichbar. Da setzt sich dann bei uns noch eine Anwärterzeit, also ein Jahr noch zusätzlich Ausbildung in der Verwaltung drauf, dass man sozusagen für den Verwaltungsdienst dann nochmal sozusagen vorbereitet wird. Und schließlich in der vierten Qualifizierungsebene Master-Absolventen auch wieder im Bereich Vermessung und Geoinformatik, wo man dann mit einem zweijährigen Referendariat, ähnlich wie man es bei den Juristen kennt, eben auch wieder auf den Einsatz dann vorbereitet wird. Und je nach Qualifizierungsebene hat man unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. Aber wie es generell im öffentlichen Dienst natürlich überall möglich ist, sind diese Qualifizierungsebenen durchlässig. Also wir können dann auch entsprechend gute und qualifizierte Leute dann über die Qualifizierungsebene durch Weiterbildungsmaßnahmen nach vorne bringen auch.
Ja, das Beste ist, man geht auf unsere niegelnagelneue Webseite www.bayern-insider.de. Dort haben wir alle Informationen zusammengestellt. Man kann sich über alle Einstiegsmöglichkeiten, über alle Ausbildungsbereiche informieren. Sehr authentisch. Wir konnten Kolleginnen und Kollegen aus unserer Verwaltung gewinnen, die in Kurzvideos ein bisschen erklären, was ist ihr Aufgabengebiet, und auch sehr authentisch rüberbringen, dass die Arbeit bei uns Spaß macht. Also schauen Sie auf die Webseite, informieren Sie sich und bewerben Sie sich. Wir können viele junge, dynamische Kolleginnen und Kollegen brauchen. Vielen Dank.